Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe heute ein kleines Bonusvideo für euch, da ich nämlich gestern Geburtstag hatte und im Zuge dessen ein ganz liebes Zuschauerpaket von einer ganz lieben Zuschauerin bekommen habe. Die liebe Son Chan hat mich nämlich vor einigen Wochen gefragt, ob sie mir im Zuge meines Geburtstages ein kleines Paket zukommen lassen kann. Darf. Und auch wenn ich immer betone, ihr sollt mir, ihr braucht mir nichts schicken, also ich tue mich immer unheimlich schwer mit dem Gedanken, dass andere Leute, die mich in dem Sinne gar nicht kennen, Geld für mich ausgeben. Das hatte ich in den letzten Videos schon gesagt, aber was soll ich da sagen? Also natürlich freue ich mich. Das wäre ja auch gelogen, wenn ich sage, ich würde mich darüber nicht freuen. Im Gegenteil, natürlich freue ich mich über Geschenke. Natürlich freue ich mich darüber, wenn ja mir jemand eine Freude machen möchte, wenn jemand daran denkt, wenn jemand Unbekanntes mir eine Freude machen möchte. Natürlich freue ich mich darüber. Von daher habe ich dann ja natürlich auch ja gesagt und vor einigen Tagen ist das kleine Paket angekommen. Ich habe es auch noch nicht aufgemacht. Das heißt, ich wollte mir die Überraschung auch für das heutige Video aufsparen. Wenn man nach dem Geburtstag noch Geschenke zum Auspacken hat, ist es natürlich umso schöner. Also möchte ich an dieser Stelle schon mit dem ersten von vielen Dankeschön anfangen. Vielen lieben Dank, meine Liebe, dass du so lieb warst und mir dieses Paket zusammengestellt hast, dass du es mir geschickt hast, dass du einfach von dir aus auf die Idee gekommen bist. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich für meinen Teil bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sich hier drin verstecken wird. Von daher, da ich auch einfach zu neugierig bin, würde ich sagen, dass ich das Intro an dieser Stelle auch schon einmal beenden möchte. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Einschalten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem kleinen Zuschauerpäckchen. Ich habe das Paket jetzt einmal geöffnet auf meinem Schoß stehen. Ich habe nicht reingelinst, das heißt, es ist alles in Luftpolsterfolie eingeschlagen. Ich versuche jetzt, ob ich hier irgendwo etwas rausgezogen bekomme. Es scheint auf jeden Fall sehr gut verpackt zu sein. Ich kriege jetzt gerade echt nichts raus. Das erste, was ich jetzt hier rausfische, ist eine sehr süße Karte. Die werde ich mir nachher in aller Seelenruhe durchlesen, weil ich es immer so ein bisschen awkward finde, das vor der Kamera zu machen. Aber sie hat mir auf jeden Fall eine kleine Alpaka-Karte mit in das Paket gelegt. Und irgendwie kommt ein Duft, den ich nicht zuordnen kann, aus diesem Paket gerade hier hoch. Ist das ein großer... Oh, da hätte ich jetzt natürlich auch lange fummeln können. Ich gucke jetzt doch mal nach unten. Aber sie hat mir eine Box personalisiert. Ist das nicht süß? Oh, das finde ich richtig klasse. Sie hat aus der Glossy Box, hier sieht man das so ein kleines bisschen, sie hat die Buchstaben alle weggemacht und stattdessen Jenny Special, Timeless Treats mit draufgeschrieben, beziehungsweise meinen Namen. Das ist wirklich süß. Also da freue ich mich jetzt schon total rüber, dass sich jemand so eine Mühe gemacht hat, das einmal so für mich zu personalisieren. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt einmal zusammen auf. Jetzt, wo ich den Deckel der Box geöffnet habe, kommt mir sogar ein noch stärkerer Duft entgegen und eine richtig schöne Postkarte mit einem Vogel drauf. Ich liebe Vögel. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde die großartig. Also das ist eine wunderschöne Karte. Vielen lieben Dank. Ich liebe Vögel. Ich kann mir nicht helfen. Und dann, sehr cool, eine Gesichtsmaske von Pixie und Hello Kitty. Die A4 Apples Maske. Das ist ein riesengroßer Oschi. Warum ist der denn so groß? Ist das fürs Gesicht? Ja, das scheint fürs Gesicht zu sein, aber Hello Kitty und Pixie, das habe ich tatsächlich in Amerika gesehen. Hier in Deutschland ist es mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Maske. Dankeschön. Das erste Produkt, was ich hier rausziehe, ist, oh wie schön, eine Kerze von Ava und May. Ihr seht es vielleicht hier im Hintergrund, da brennt gerade ebenfalls eine Kerze von Ava und May. Und das hier ist die Sri Lanka oder Sri Lanka. Ich weiß immer nicht, wie man es ganz ausspricht. Ich glaube Sri Lanka Kerze. Schön. Also das freut mich sehr. Ich liebe Duftkerzen. Und die riecht auch wirklich angenehm. Die riecht
ja, wie man schon denken könnte, sehr orientalisch, ohne aber zu aufdringlich zu sein. Dankeschön. Also Ava und May, ich hatte die tatsächlich nicht ganz so auf dem Schirm, aber ich muss sagen, die Kerzen, die ich bisher von denen hatte, die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Von daher bin ich sehr froh und sehr dankbar, dass ich nun eine weitere Kerze von denen habe. Als nächstes hätten wir einmal von Merci Andy ein kleines Desinfektionsgel. Und was ich besonders schön finde, das ist die Duftrichtung Sagittarius. Und Sagittarius heißt nichts anderes als das Sternzeichen Schütze auf Englisch. Und mal gucken, wie das riecht. Ist verhältnismäßig duftneutral, würde ich sagen. Ich habe es gerade aus Versehen rausgespritzt. Upsi. Hier steht auch noch drauf, was typisch für Schützen ist. Hier steht jetzt, Leute, die im Sternzeichen des Schützen geboren sind, haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, welches Tier süßer ist, der Koala oder der rote Panda? Das ist tatsächlich sehr schwer. Ich würde sagen, der rote Panda. Ich mag rote Pandas nämlich sehr gerne. Aber ja, ich tue mich auf jeden Fall auch sehr schwer, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Siehe die Luna Beauty Liquid Lipsticks. Also das passt auf jeden Fall, ja, wie die Faust aufs Auge. Und Desinfektionsmittel kann man aktuell leider ja wieder, ja, sehr gut gebrauchen. Von daher vielen lieben Dank. Das nächste Produkt ist relativ lang und dünn. Und zwar ist das aus dem Hause Bourjois, ein Kohl & Contour XL Kajalstift in Schwarz. Die liebe Son Chan hatte gesagt, dass wenn ich ein Produkt nicht mag oder mit einem Produkt etwas nichts anfangen kann, dass ich die Sachen dann dementsprechend auch sehr gerne weiter wandern lassen kann. Würde ich bei diesem Produkt hier tatsächlich von Gebrauch machen, da ich einfach so gut wie nie mittlerweile Kajalstifte verwende. Und wenn, dann nutze ich tatsächlich welche von Urban Decay oder von MAC, weil ich mit denen sehr zufrieden bin und einfach ja auch so viele habe, dass ich aktuell tatsächlich auch keinen Bedarf an neuen Stiften habe. Von daher nimm es mir nicht übel, aber der hier würde tatsächlich weiter wandern. Das nächste Produkt ist auf jeden Fall etwas kleiner. Und hier hätten wir wieder eine Kerze. Oh, danke schön. Mit Kerzen macht man mir wirklich eine große Freude. Und zwar ist das eine Votivkerze von Yankee Candle, die Midsummer's Night Kerze. Oh, die riecht fantastisch. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Glas tatsächlich, weil ich auch die Wachsfarbe logischerweise so schön finde. Oh, die riecht toll. Die müsste ich mir eigentlich nochmal wieder als Glas kaufen. Oh, riecht die toll. Ich kann den Duft nicht beschreiben, keine Chance. Aber es ist ein sehr einhüllender, sehr wohlig, warmer Duft. Also ja, die gefällt mir richtig, richtig gut. Mit Kerzen kann man bei mir nie was verkehrt machen. Also vielen lieben Dank dafür. Da hat jemand auf jeden Fall gut aufgepasst und kennt meinen kleinen Spleen, den ich habe, zu gut. Ich habe nämlich eine Shampoo- und Spülung-Kombination bei mir hier drin gehabt. Und zwar von Balea wäre das die Plex Care Spülung bzw. das Plex Care Shampoo. Das ist tatsächlich eine Reihe, die mich sehr interessiert, muss ich sagen. Klar, Plex Care ist natürlich eine Anlehnung an die Olaplex-Geschichte, aber ich habe erst mit wem war das denn? War das mit der lieben Uli? Ich weiß es nicht mehr. Aber da hatte ich auch ein Gespräch über die Plex Care Reihe bzw. über die, ich weiß nicht, ob es von Rossmann war oder ob es die von DM war. Aber das hier ist auf jeden Fall eine Shampoo- und Conditioner-Kombination. Riecht sehr angenehm, riecht sehr friseurbedarfsmäßig tatsächlich. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, danke schön, dass du sowohl als auch mit in die Box gelegt hast, denn da hast du meinen inneren Monk sehr glücklich mitgemacht. Weiter geht es mit einem rechteckigen Produkt. Und zwar wäre das von 3 Ina oder Mina. Ich bin mir der Sache immer nicht so sicher. Das ist ein 423 The No Rules Stick. Was ist denn ein... Ah, das ist ein Blush Stick, den man aber auch für die Lippen, für die Wangen und wahrscheinlich ja auch für die Augen nutzen kann. Das ist ja interessant.
Das ist cool. Der ist nämlich lila. Ja, krass. Ist das lila oder wird das pH-mäßig dann rosa, dass der noch so shiftet? Aber das ist natürlich cool. Ja, lila muss ich natürlich nicht sagen. Lila liebe ich. Dieses Lila wäre für die Lippen fatal, denn mit diesem Ton würden die Zähne tatsächlich richtig krass gelb aussehen. Aber für die Wangen stelle ich mir das eigentlich ganz schön vor, muss ich sagen. Den habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Also wir hatten ja schon viele Produkte der Marke in den Boxen, aber so ein Multipurpose Stick, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also lila, das ist eine spannende Geschichte. Ich muss mich da mal ja, in Ruhe mit hinsetzen, ihn mal genauer anschauen. Aber ja, der soll für Wangen, Lippen und Augen sein. Ich bin gespannt. Vielen lieben Dank. Bei dem nächsten Produkt handelt es sich wieder um eine Ava und May Kerze. Dankeschön. Ich meine, ich glaube, die sind nicht günstig. Von daher Wahnsinn, dass du mir jetzt hier noch eine weitere Kerze mit reingelegt hast. Wirklich vielen lieben Dank. Das hier ist die Duftrichtung Marokko. Oh, ich liebe ja diese orientalischen Düfte. Oh, ich muss sagen, riecht irgendwie so ein bisschen wie die Kerze davor. Aber hier kommt doch nochmal so ein anderer. Oh, das sind tolle Kerzen. Ich habe die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe jetzt ja hier im Hintergrund auch die Kerze der lieben Katrin gerade am Brennen. Das ist die Dresden-Kerze. Die gefallen mir. Die gefallen mir wirklich. Also Marokko, Sri Lanka, Dresden, das sind tolle, tolle Duftrichtungen. Also ich befürchte, dass ich mal auf die Website muss, dass ich mir die Kerzen mal ein bisschen genauer anschauen muss. Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen lieben Dank. Also darüber freue ich mich wirklich tierisch. Weiter geht es mit einem Stift, vermute ich. Und zwar wäre das ein von Dermacol Prag. Ich habe die Marke noch nicht gehört tatsächlich. Ein Summer Vibes 24 Stunden Eye und Lip Pencil in einem Orangeton, würde ich sagen. Ja, ein Orangeton. Der wird auf jeden Fall behalten, denn ihr wisst, ich habe mir aus der Nightmare Before Christmas LE von Melt den orangefarbenen Lippenstift bestellt, ohne einen orangefarbenen Lip Liner zu haben. Das heißt, ich gucke mal, ob die beiden Farben passen, aber der kommt gerade tatsächlich wie gerufen. Wir sind immer noch nicht am Ende der Box, denn wir haben hier einen Benefit Eyeliner. Meine Liebe, du hast noch gesagt, das ist nichts Großes, das ist nichts Teures, tralala. Benefit ist teuer. Das ist ein Liquid, ein Roller Liner, ein Liquid Liner, ein Matter Liner. Oh Gott, wie oft kann man das Wort Liner hintereinander sagen? Es tut mir leid. Auf jeden Fall ist das ein, ja, Eyeliner aus dem Hause Benefit. Vielen Dank. Wirklich. Also vielen Dank. Ich ja, trage täglich Liquid Eyeliner, also damit kann man mir auf jeden Fall immer eine Freude machen. Lustigerweise hatte ich tatsächlich noch nie einen von Benefit. Also das ist jetzt definitiv eine Premiere für mich. Ich hatte schon mal die Roller Lash Mascara, mit der ich tatsächlich nicht ganz so zufrieden war. Aber einen Eyeliner hatte ich noch nicht. Aber das ist Benefit, meine Liebe. Also, oh, ich hoffe, den hast du nicht gekauft. Ich hoffe, du hast ihn, wenn, in einer Box gehabt. Und wenn, ist das immer noch super großzügig, dass du ihn mir abgegeben hast. Aber ja, damit kann ich offensichtlich eine Menge anfangen. Wie gesagt, täglich ziehe ich mir den in der Früh. Von daher, das ist ein wirklich tolles Produkt für mich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Wir machen einmal mit einem, ich denke mal mit einer Palette oder mit einem Blush weiter. Das ist von Colourpop. Oh, Mensch, du bist doch wahnsinnig. Ich liebe Colourpop. Das ist der Pressed Powder Highlighter in der Farbe, ich denke mal, Spotlight. Und der ist ja wunderschön. Das ist eine LE, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich bin, deswegen gucke ich wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen kritisch. Denn, ja. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Moment. Das
das macht jetzt, glaube ich, mehr Sinn. Hier war nämlich dieser Sticker hier mit drin. Ihr seht es, das ist eine schwarze Katze. Ich war gerade ein kleines bisschen verwirrt, weil die Optik des Highlighters nämlich nicht zu der Optik der Verpackung gepasst hat. Aber die Liebe hat mir hier einen kleinen Katzensticker mit reingelegt, den ich übrigens sehr süß finde. Und das hier ist die Farbe Spotlight. Spotlight ist ein rosiger Highlighter. Und da ich den auf jeden Fall behalten werde, werde ich euch den einmal swatchen. Das ist ein ganz kühler, silbrig-rosaner Highlighter. Wunderschön. Oh, ich liebe solche silbrigen Highlighter, die dann auch noch so rosa Untertöne haben. Ja, Colourpop muss ich euch nichts zu sagen. Ich habe mir auch die Mystery Box bestellt, das heißt, die kommt hoffentlich auch bald online. Aber Dankeschön. Also Dankeschön, dass du hier auch noch ein Colourpop-Produkt mit reingelegt hast. Damit hast du mir auf jeden Fall auch eine große Freude gemacht. Wir machen einmal mit einem Produkt weiter, ein Nagellack. Und ich weiß nicht, ob das die Absicht war, aber ich hatte ja gesagt, ich habe einen petrolig-blauen Nagellack gesucht. Und jetzt habe ich eine Farbe hier drin, die schon sehr in die Richtung geht, nein, die schon in Richtung der Farbe geht, die ich suche. Zufall? Ich glaube nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Nagellack, der sehr stark in die Richtung geht, oder ich krieg's nicht hin, der sehr stark in die Richtung der Farbe geht, die ich aktuell suche, nämlich so ein schönes Petrol-Türkis-Blau. Das ist auf jeden Fall schon eine schöne Farbe, ist von CND Vinilux. Ich noch nie gehört, die Marke tatsächlich. Spannend, was du hier alles ins Paket legst an Marken. Also die sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Das ist ein sehr schöner Ton. Nicht exakt die Farbe, die ich aktuell suche, aber nichtsdestotrotz ein schöner Blauton. Das nächste Produkt ist in einer Tube. Und zwar wäre das eine Schlammbutter, eine reichhaltige Schlammbutter für Körper, Hand und Fuß. Die hatte ich, glaube ich, in einer großen Variante auch schon in einer Box drin. Und die habe ich damals tatsächlich weitergegeben. Na, die ist noch zu, deswegen mache ich die jetzt nicht auf. Aber ich glaube, jetzt, wo ich sie ein zweites Mal bei mir zu Hause habe, in einer viel praktischeren Größe, werde ich die hier auf jeden Fall mal ausprobieren. Dankeschön. Der Inhalt der Box nimmt kein Ende, von daher werde ich jetzt einmal drei Produkte auf einmal nehmen. Zum einen wäre das von NYX ein wirklich sehr schöner Lippenstift. Aus der Suede Matte Lipstick Reihe wäre das einmal die Farbe Spicy. Das hier ist einmal ein schönes, schönes Rot. Was ihr gerade nicht sehen könnt, Suede ist ja Wildleder und dieser Lippenstift hat auch eine sehr matte Textur. Also der sieht tatsächlich sehr wildledrig aus. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ihr seht es auf meinen Lippen. Ich liebe rote Lippenstifte, von daher finde ich den auch sehr süß mit diesem kleinen Herzchen hier. Vielen lieben Dank. Genauso wie die Australian Emu Apple Maske von Sand and Sky. Die habe ich jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal leer gemacht. Finde die tatsächlich sehr gut. Von daher freue ich mich natürlich, dass ich nun eine weitere Tube bei mir zu Hause habe. Und zu guter Letzt von Frank Body hätten wir hier einmal ein Lippenbalsam. Hier muss ich nochmal überlegen, da ich aktuell wirklich sehr viel Lippenpflege bei mir zu Hause habe. Ich meine, meine Lippen können es definitiv vertragen, also so ist es nicht. Aber dadurch, dass ich wirklich gerade noch so immens viele Tuben hier bei mir zu Hause habe, bin ich bei dem Produkt hier noch am Überlegen. Aber das waren auf jeden Fall drei sehr schöne, sehr durchdachte Produkte. Dankeschön, meine Liebe. Ich habe mir jetzt einmal die letzten drei Produkte aus der Box, aus der Jenny-Box genommen. Und zwar hätten wir zum einen einmal diesen schönen, Gott, wie heißt es denn jetzt? Ist das ein Pin? Denkt ihr? Mir fällt gerade das Wort für dieses Produkt hier ein. Patch ist es auch nicht. Oh Gott, ich habe die Teile doch früher zuhauf an meinem Rucksack gehabt. Es ist auf jeden Fall ein Anstecker. Kann man Anstecker sagen? Ja, es ist ein Anstecker.
im selben Design wie auch der Sticker. Es ist eben diese ja, wunderschöne schwarze Katze mit dem kleinen fünfzackigen Stern im Hintergrund. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann hätten wir hier einmal ein Hair Finishing Gel aus dem Hause Plum & Poppy. Das wird tatsächlich weiter wandern, denn obwohl ich meine fliegenden Babyhaare hasse, ich komme mit diesen Produkten leider absolut nicht klar. Ich glaube, das von Plum & Poppy hatte ich auch schon mal. Das funktioniert bei mir nicht. Von daher wird das hier weiter wandern. Und, das finde ich sehr cool, von Moschino hätten wir einmal den Toy Boy Duft. Hier ist ein Teddybär drauf, von daher vermute ich mal, dass sich hier eine kleine Teddy-Miniatur drin verstecken wird. Fast. Ach Gottchen. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, aber es ist relativ ein Teddybär. Sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Ich denke mal, ich muss hier wieder... Ja. Riecht angenehm. Wonach? Kann ich euch leider nicht sagen, es tut mir leid, ich bin echt schlecht, was Düfte angeht. Aber das ist auf jeden Fall eine süße kleine Miniatur, kann man immer gebrauchen. Also die schleppe ich tatsächlich gerne zur Arbeit, dass ich da auch ein paar Düfte zur Auswahl habe. Und ja, das war der Inhalt der Jenny Special Box. Wenn ihr aber glaubt, das war alles... Nein, tatsächlich war noch mehr in dem Paket drin enthalten, aber das war jetzt erstmal der Inhalt der Box und an dieser Stelle mal wieder ein großes Dankeschön. Also die Produkte hätten schon über die Maße gereicht, das wäre schon mehr als notwendig, nein, mehr als genug gewesen und Dankeschön. Also das waren super schöne Produkte, wo man auch wieder gemerkt hat, das sind Sachen, wo jemand aufgepasst hat, was ich mag, was ich verwende, worüber ich rede, wo ich mich wiederhole. Also vielen, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und vor allem für die schönen, schönen Produkte. Als wäre das nicht schon genug gewesen, hat sie mir, wie gesagt, noch drei zusätzliche Produkte mit in die Box gelegt. Zum einen, oh, da freue ich mich auch sehr drüber, wäre das von DM Bio ein Produkt, nämlich die Spekulatius-Creme. Die werde ich jetzt noch nicht aufmachen, weil ich gerade noch ein Glas Nutella offen habe und ich mag es nicht, wenn zu viele Sachen offen sind. Aber das ist ein Bio-Brotaufstrich mit 50% Spekulatius-Keks. Das heißt, hier ist ja auch noch Crunch drin. Mega, mega. Also ich liebe süße Brotaufstriche. Ich bin auch absolut Team, mein Frühstück muss süß sein. Von daher kommt so eine Spekulatius-Creme wie gerufen. Die sieht richtig, richtig lecker aus. Ja, die wird auf jeden Fall nicht lange bei mir überleben. Goldrichtig, vielen lieben Dank. Das vorletzte Produkt befindet sich in so einer braunen Tüte. Und ich hatte gerade auf den ersten Blick schon die Befürchtung, dass es Tee sein könnte, da ich nämlich ein absoluter Kaffeetrinker bin und Tee leider nicht mag. Aber es ist kein Tee, also glaube ich nicht. Ich werde einmal dran riechen, vielleicht... Es riecht gut, aber... Oh nein. Nein. Das hast du nicht gemacht. Oh, nein. Und ich sag noch, du hast da aber kein Geld für ausgegeben. Oder ihr sollt mir nichts kaufen. Ist das cool? Ist das cool? Oh mein Gott, ich habe ein kleines Alpaka bekommen. Guckt euch diesen Dude mal an. Das ist auch von der Hansa Farm. Ich schätze mal, die Hansa Farm ist jetzt blöd geraten, eine Alpaka Farm. Die Alpaka Mission, das ist ein kleines Alpaka aus Alpaka-Wolle. Mit viel Liebe handgemacht in Peru aus unserer 100%igen Baby-Alpaka-Wolle. Wir sagen Danke, mit deinem Kauf spenden wir den kompletten Gewinn an das Kinderheim Casa Verde in Peru. Das ist eine schöne Sache. Das ist eine richtig schöne Sache. Och Gott, ist der süß und er sieht auch noch so... Oh, hier hat er auch noch so ein kleines Hansa Farm-Anhängerchen mit drum. Und es ist richtige Alpaka-Wolle. Der ist babyweich und richtig hochwertig gemacht. Ihr seht ihn jetzt leider nicht ganz so im Detail,
Aber man sieht richtig, also man sieht richtig so kleine Locken. Also das ist ein total lockiges Alpaka. Wie gesagt, super weich, sehr stabil und hochwertig gemacht. Das ist goldig. Also das bekommt bei mir einen absoluten Ehrenplatz. Er hat sogar ein kleines Schwänzchen. Oh, ist der goldig. Dankeschön. Also das ist wirklich ein richtig, richtig süßes Geschenk, mit welchem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Mega. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin total sprachlos. Das ist so ein tolles Geschenk. Dankeschön. Also den werde ich auf jeden Fall in Ehren halten. Das ist eine klasse Idee. Das ist eine wirklich, wirklich schöne Idee. Sowohl von der Hansa Farm an sich natürlich. Es ist eigentlich ein total genialer Schachzug, aus Alpaka-Wolle so kleine Alpakas zu machen, um die dann für einen guten Zweck zu verkaufen. Und dass du mir jetzt auch noch so einen süßen kleinen Dude hier geschenkt hast. Dankeschön. Wirklich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vollkommen geflasht kommen wir noch einmal zum letzten Produkt. Und hier hat sie mir ein wirklich richtig schönes Set mit reingelegt. Das ist von Ilamasqua das Time to Kiss Mini Lipstick Trio. Also ein Trio mit logischerweise drei verschiedenen Mini-Lippenstiften. Und das ist ein sehr schönes, sehr edel aussehendes Set. Das kann man hier einmal so aufschieben. Und hier sind eben drei verschiedene Miniatur-Lippenstifte von Ilamasqua drin. Wir hätten hier einmal die Farbe Maple. Und Maple ist bestimmt so ein richtig schönes... Ich krieg's nicht auf. Okay. Ich krieg's tatsächlich nicht auf. Das würde jetzt in einer Gewaltorgie enden. Ich habe hier auf jeden Fall die Farben Maple, Bang und Bear. Ja, ich glaube Bear. Ich kann euch die Farben ja einmal hier zwischendrin einblenden, wenn ich sie finden sollte. Da diese Lippenstifte auf jeden Fall klein und sehr biestig zum Öffnen sind. Aber das ist sehr schön. Das erinnert mich so ein kleines bisschen von der Farbkonstellation von Urban Decay. Gab es auch mal so ein Miniaturkit. Das ist sehr schön und eine richtig, richtig schöne Geschenkidee. Von Ilamasqua habe ich auch tatsächlich noch nicht so viel zu Haus. Ich hatte schon mal, ich glaube, einen Lippenstift, der in der Glossy Box war, aber sonst habe ich tatsächlich gar nicht so viel von dieser Maske von dieser Marke bei mir zu Hause. Und das war's. Das war der Wahnsinnsinhalt dieses kleinen Zuschauerpaketes. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also liebe Sonchan, Dankeschön. Also danke, dass du so unheimlich viele Sachen in das Paket gelegt hast. Das war mehr, als ich erwartet hätte, mehr als ich mir gewünscht hätte. Dankeschön. Also das waren tolle Produkte, das waren Produkte, wo man gemerkt hat, dass sie meine Videos schaut, dass sie weiß, welche Produkte ich gerne nutze, welche ich mir nachkaufen würde, was ich verwende, was ich nicht verwende, das hat man einfach gemerkt. Also vielen lieben Dank, dass du meine Videos so aufmerksam schaust, dass du das Geld ausgegeben hast, um mir eine kleine Freude zu machen. Also das Alpaka, das bekommt hier irgendwo einen Ehrenplatz. Das ist zuckersüß, da freue ich mich unbändig drüber. Allgemein, es waren wundervolle Sachen drin. Die meisten Sachen, also es geht eigentlich so gut wie nichts weiter, weil eben alles wirklich so gut zu mir passt. Vielen Dank, wirklich von Herzen Dankeschön. Ich weiß, ihr könnt dieses Wort wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, aber es ist mir eben wichtig, dass, ja, ich meine Dankbarkeit eben irgendwie, wenn man sie schon nicht sehen kann, irgendwie rüberbringe. Und ich hoffe, das ist mir gelungen und du hast mir wirklich eine immense Freude damit gemacht. Dankeschön. Aber wir sind jetzt auch tatsächlich am Ende des Videos angekommen. Ich muss zusehen, dass ich das gleich noch ein bisschen schnell geschnitten bekomme, da ich heute tatsächlich noch ein bisschen was vorhabe. Ich muss noch Pakete wegbringen, ich muss die Wohnung noch putzen und mein Bruder kommt dann heute Abend zum Pizzaessen rüber.
Aber ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer recht herzlich für euer Einschalten und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Start ins Wochenende. Wir sehen uns wie immer am Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao!